Frau Zypris, wie empfinden Sie den Stellenwert von Standards und Interoperabilität im Gesundheitswesen? Na, gerade im Gesundheitswesen ist die Bedeutung von Standards ganz besonders hoch. Interoperabilität ist unbedingt nötig, denn das Szenario, dass ein Patient verstirbt, nur weil die Daten nicht übermittelt werden können, weil die Systeme nicht zueinander passen, ist ja ein Szenario, das überhaupt niemand will. Und weil es eben in der Medizin oft um Leben und Tod geht, ist es da gerade so besonders bedeutsam. Wie schätzen Sie die Bedeutung von Organisationen wie IHE in diesem Kontext ein? Ich finde es großartig, dass die Firmen es mit IHE geschafft haben, sich selber zu organisieren und sich zu treffen regelmäßig und zu sagen, wir wollen hier sicherstellen, dass die Standards funktionieren. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die ich noch in keiner anderen Branche gesehen habe. Was kann oder könnte die Politik zur Unterstützung leisten? Die Politik muss Standards dann gesetzlich setzen. Wenn hier klar ist, welche Standards es sein sollen, dann müssen wir da nachziehen und müssen auch sagen, das wollen wir jetzt mal verallgemeinern, da müssen sich alle nachrichten. Das wird dann unsere Aufgabe sein. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen, welche Rolle spielen die? Die rechtlichen Rahmenbedingungen wie das E-Health-Gesetz sind jetzt erstmal wichtig, damit die Entwicklung weiter vorangeht, gesichert durch das Gesetz. Aber natürlich geht sie auch darüber hinaus und dann muss der Gesetzgeber wieder nachziehen.